Jahres und wir schon im Mal-Modus hier seht. Jazz muss gewinnen oder mindestens das Draw machen, damit Maus sicher auf den Finals ist. Denn die Wolves könnten noch vorbeiziehen an Maus, wenn sie zwei Siege in ihren letzten beiden verbleibenden Spielen einfahren. Und das hoffen wir natürlich nicht. Attex hat da natürlich ein gutes Stück mitgeholfen, dass es hier jetzt nochmal zu so einer Entscheidung kommt. Denn Attex hat Jazz Stefan gegeben. Somit ist Jazz sicher durch. Und den interessiert jetzt vielleicht das Spiel hier nicht mehr so viel. Also die interessiert es jetzt vielleicht nicht mehr so viel, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren. Mal gucken, ob sie hier für Maus spielen oder gegen Maus. Ach, diese Mini-Flames. Wie sie austänzeln. Hat die denen aber auch gut am Flammieren. Boah! Uzi! Oh, was ein Knife-Duell. Na, kommt schon. Beide haben gehittet. Oh, der erste Knife geht vorbei und Nico macht es tatsächlich noch. Oh Mann, oh Mann. Dann packen sie so einen Move aus und verkacken dann trotzdem noch die Knife. So, ich gehe mal davon aus, dass Wolf swappt. Jetzt nochmal eine gedroppt. What the fuck? Krass, fang echt als. Nee, jetzt wurde er geswitcht. Hätte mich auch ein bisschen gewundert. So, also Wolves als CT und Jars, für die wir hier natürlich sind, als T. Ich hoffe, dass Scream vor allen Dingen eine ordentliche Packung hier auspackt. So, Shoxi Richtung B. Scream mit Smoke zur City Base. Shoxi wird da allein ein bisschen faken. Hoxi schon am. Also es geht auf jeden Fall A. Sie warten halt darauf, dass Shoxi was macht. Da selbst noch Smoke. Da den Single Fake Smoke von Scream wahrscheinlich schon geflogen. Werden wir gleich sehen an der City Base. Jo, da liegt sie schon. So, kommen auf A relativ easy rauf. Wird auch eher außerhalb gedeckt. Uzi kann auch die Bombe legen mit 100 HP. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, weil eine Shoxi kann noch von Mitte entscheidend werden. Aker stirbt leider, Shoxi stirbt. Was kann Scream da noch machen? Am L muss hinter sich links aufpassen. Oh, holt leider auch keinen mehr. Oh, die Pisten sind super schlecht aus für die Franzosen. Oh, Hoxi. Lol. Noch ein Headshot, aber. Ah, das bringt alles nichts. Wolves mit der Pistole. Schade, schade, schade. Ich meine, aber immerhin sind sie auf dem Spot draufgekommen. Bombe gelegt. Jetzt einfach Full Echo. Und danach den Dänen in die Fresse schießen. Mit dem Contact. Boah, die HE. Die bangen ordentlich die HEs. Außen Connector, außen Döner. So, nur noch Scream. Gegen 4. Der hat gleich fast mehr Hits bekommen, als er Scream ausgeteilt hat. Dennoch 2 zu 0 Wolves. Jars aber auf jeden Fall mit Geld jetzt.
So, Hoxie mit Ava. Bei Nico haben wir noch keine. Alle nur mit Farmers. Oh, wobei, Nico. Ne, hat noch 4. So, wenn sich da jetzt einer zeigt. Nein, er verschießt und kriegt sogar einen Headshot. Boah, was ein bitterer Start schon wieder für die Franzosen. Geht schon mal nicht gut los. So, Scream über Keller. Weiß, dass kurz einer offensiv ist. Boah, schön! Nico aus dem Spiel. Zwei noch am A. Einer muss da gerade Connector übernehmen. Hat er gerade das Kit gepickt oder sowas? So, Flash kommt für Uzi. CT steht aber oben links, oben rechts. So, kurz nochmal die Smoke zur Sicherheit. Macht er gut, der Uzi. Es gab die Flash für Jungle. Oh, nette Held vorleg, aber sehr schön, der Flex sitzt. Malte am Holz. Auch die Hits. Malte müsste Hunden gewesen sein, soweit ich mich erinnere. So, gute Ausgangslage für Jars. Ah, wobei... Oh, da sind sie gerade viel zu viel fit. Oh, die Bombe wird ganz schwer zu legen sein. 40 Sekunden noch auf der Uhr. Sie haben auch kein Equipment mehr. Scream! Nur noch Glaive. Oh, die Bombe, Mann. Wo ist denn die? Ach, da vorne liegt sie. Jetzt einfach legen. Ach so, okay. So, er ist immer noch CD Base. So, Schock sieht einfach auf Timing rum oder so. Oh, Scream spielt's gut. Machen sie gut eigentlich. Jetzt kommt er rum. Oh, Scream. Geh weg! Oh! Zum Glück ist er so ein Monster. Und behält halt einfach die Ruhe und teilt dann den Headshot aus. Sauber. Auf geht's, Franzosen. Auch wenn das für einige vielleicht ein bisschen seltsam ist, jetzt für die Franzosen zu sein. Aber in dem Spiel geht's dir nicht unbedingt darum, dass die Franzosen gewinnen, sondern dass die Franzosen für Maus gewinnen. So, da. Auch die erste Eco direkt für Wolves. Sehr schön. Scheint also nichts anzubrennen. Jars hat doch einen sehr interessanten Standard aufbauen. Nur Schock sieht allein an der Action da auf dem Dach. Muss da zu beiden Seiten decken. Man wird gleich auf Nico treffen. Da hat er kein gutes Timing gehabt. Ich weiß nicht, was ich von dem Aufbau so halten soll. Dass dort einer allein ist. So, jetzt eine Waffe umsonst für Nico. Aber sehr gut, dass sie da kurz gehen, smoken. Ach, sauber. Sehr schön dem aus dem Weg gegangen, dass dort jetzt eine AK ist bei den CTs. SMF stirbt auch. Also noch Glaive. Wird direkt im Effekt 2:2. So, weiter geht's. Direkt die Form behalten hier. Also ich meine, solange Nico keine AWP bekommt... Ah, schade, Glaive liegt ihm... Spielt er sie selbst? Ne, liegt sie. Schade, ich wollte gerade sagen, solange Nico keine AWP bekommt, sehe ich eigentlich Jars vorn. Aber mal gucken, vielleicht gewinnt Hawks hier ein Duell. Jars komplett B unterwegs. Schneller Rush. Hawks hier vorderster Front, ne, Uzi. So, kommt ganz gut rauf. Glaive mit First. Ist noch Lind. Da darf eigentlich der zweite jetzt mehr fallen. Schützen jetzt müssen die Reflex kommen. Schöner Schutz von Shoxy. Macht den zweiten Scream. Leider tot. Er kommt mit dem Duell am Spot. Oh, schade, die war zu kurz. So, gute Smoke. Ach, schade. Aber schöne Runde von Choxy bisher. Kann da drei Spieler machen. Hat gerade die Bombe. Ah, wird geholt von Nico wahrscheinlich, ja. Ah, bitter. Waren aber auch gut gegen Flashes von Wolves. Oben ins Haus. Haben den Go sehr lange verzögert. Mates konnten somit schieben. Und Jars hat einfach zu lange gebraucht, um vor allen Dingen den Spot-Spieler zu töten. Auch wenn die Smoke noch gut war. Scream hat er noch eine Flash gekauft. Auf jeden Fall Eco.
bei Chas. Boah, aber vier Mann von Wolves am A. So, jetzt nochmal Flashes hinterher. Sauber, Opening sitzt. Boah, schön. Aber viel zu low eigentlich alle. Oh, wenn man das jetzt Granaten frisst. Scream. Oh, Scream! Scream! Was er austeilt. Alter, die Headshots. Das ist unfassbar, der Typ. Es gibt's eigentlich nicht. Wie kann der so krass sein? Der hat halt in Prag da eine Headshot-Ratio von keine Ahnung wie viel gehabt. Mit Waffen und ich glaube mit Deagle sogar von 90% oder so. Also der Typ einfach unfassbar. Da holen sie sogar die Deagle-Deko. Wahnsinn. So, jetzt Wolves an ihre Stelle mit Eco. So, am Holz noch aufpassen, bitte. Holz noch aufpassen. Holz noch aufpassen. Oh, da brauchen sie zu lang, vor allem der Schock sie am Haus. Spot. Oh, jetzt stirbt er immerhin. Boah, aber eine richtig knappe Runde eigentlich. Das muss gar nicht so knapp sein. CD ist noch dort. Wird jetzt Hawksy reinlaufen. Er drückt ab. Sauber. Chas somit mit der Führung. Legt direkt an. Sieht dem Kerrigan nix. Spot spielt sich rum. Oh, schön. Mit Ausgleich von Uzi. Sauber. Spot somit wieder frei. Es war aber auch noch eine Eco. Vermute gleich wieder AWP bei Nico. Nice. Scream, ey, wie einfach wieder oben steht im Scoreboard. Chance für SMF. Auch wichtig, jetzt mal mit allen zu überleben, damit jeder ein bisschen Geld aufbauen kann. So, 5-3. Das sieht gut aus bisher. Aber jetzt Doppel-AWP bei Wolves. Mal schauen, wie sie darauf reagieren. Sie spielen den Fake anscheinend. Oder nee, wieder ein Standardaufbau. Schuck sie allein auf dem Dach. Hawksy. Kommt Hit. Weggeflasht. Oh, der T steht davor. Geh weg! So, riskant, aber mit bisher schon mal eingenommen. So, da steht sogar ein am Mini-Dünner. Also, wenn er da reingeht, hat Scream ihn eigentlich. Smoken kurz, Flash and Connector. So, jetzt gleich rechts Scream. Aufpassen. Boah, was? Was der Typ macht? Er ist so krass. Warum macht er das? Also, ich find's gut, dass er es macht. Aber wie? Alter. Öffnet einfach mal allein den Spot. Aber Wolves machen das auch super schlecht in der Mitte. Sie lassen Jars so viel Raum, legen sich da am Anfang kurz an und dann ziehen sie sich komplett defensiv. Aber mich soll es nicht weiter jucken, solange Jars hier Runden holt. Mir das gerade herzlich egal. So, die beiden B-Spieler. Oh, Cliff verschießt auch. Verschießt nochmal. Smith muss helfen. Ah, kriegen all diese Waffen durch. Aber so viel Geld ist nicht vorhanden. Also es würde fast nur für Farmers reichen.
Sieht nicht so aus, als ob sie das eingehen. Was sie auch nicht tun. Dennoch, eine AWP kann natürlich enorm viel Schaden machen. Direkte Flash für Mitte hoch gegen Hawksy. Oh, da hat den Kopf nicht gesehen. Glück schlecht, jetzt zählt ihn nicht hoch, denn Hawksy wäre diesmal allein. Bisschen glücklich gerade. Jazz wieder über Connector hoch. Wieder mit Gas. Scream von weg. Er fährt durch die Smoke. Er fährt einfach durch die Smoke. Da kennt er nichts. Da kennt er einfach nichts, der Franzose. Ah, saugeil, was Jazz hier macht. Spielen sehr viel über Mitte. Bin gleich gespannt, ob die Wolves das jetzt anders handeln dort. Vielleicht nochmal Keller blocken. B-Haus vielleicht mal pushen, um schnell über Keller zu kommen. Das könnte gutes Mittel gegen Jazz sein. Andererseits fraglich, ob Jazz weiterhin so aufbaut. Fragen über Fragen, die es in den nächsten Runden zu beantworten gilt. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wer Malte nur wirklich ist. Aber ich glaube, es war Hunden. Ja, müsste auch sein. Sein Vorname war, glaube ich, Malte. Aber Scream ist da. Schon wieder kommt Dreck angeflogen von der Bombe. Mann, Mann, Mann. So, anyway, 7-3. Die Führung mittlerweile für Jazz ohne Pistol, muss man nochmal sagen. Hier zum Connector. Oh nein, da kommt sie vielleicht. Oh, schön. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass man das überhaupt sieht. Man muss ja nicht mehr erhöht stehen oder so. Sehr schön. Wichtiger First Strike. Scheint auch am Ende Richtung... Nee, bauen das um. Gehen über Keller jetzt. Wolves haben die Mitte wieder nicht gut gedeckt. Malte hat aber immerhin schon mal A-Haus ausgeschlossen. Kann First Strike das Haus setzen. Oh. Bisschen zu riskant von Hunden, dann direkt wieder rauszuziehen. So, wieder das Duell über Jungle da. Die Anzug-Duelle gewonnen. Wolf wieder komplett rausgenommen. Glaive verschießt aber auch heute herrlich oft mit AWP. Wenn er denn überhaupt schon mal einen Schuss getroffen hat. Krass. Schön von Jazz. Schöner Run bisher. So, jetzt nochmal eine Eco. Dann gleich 9-3. Boah, 12-3 wäre natürlich ultra nice. Was das auch für eine Demütigung ist. Pistol verloren. Pistol gewonnen. Bei Wolves jetzt. Dann nur 3 Runden. So, Push an der Action. Uzi, Shoxy müsste das wieder sein. Er hat schon wesentlich mehr Probleme dort. Kann nur einen machen. Nico auch noch einen. Boah, jetzt haben sie sich anscheinend gut darauf eingestellt. Zumindest der Eco schon mal. Dass sie da oft Connector hochkommen. Einer kommt auch gleich Keller hoch. So zielt Hawksy nicht. Er braucht... braucht lange, um sich umzudrehen. So, Aker kann das machen. Eins. Die Smoke liegt noch gut für ihn. Aber er kriegt viel zu viele Hits schon durch die Smoke. Und die Bombe ist am Ader. Und nein. Och, Mann. Und das war doch nur eine Eco. Das war doch nur eine fucking Eco von Wolves. Haben jetzt alle drei eine Waffe. Acorn mit einem HP. Kann er jetzt sogar Legende werden? Ich glaube nicht. So, rechnen sie auch schon mit. Eben. Das geht auch nicht mal mehr hin. Vierte Runde für die Wolves. In der Eco. Wie bitter. Aber trotzdem. Jazz hat Geld. Hat genügend Geld. Mir vollständig einkaufen zu können. Bauen aber wieder Standard auf.
Nice. Schönes Opening von Scream. Ich weiß leider nicht, woher das wusste, dass da unten einer ist. Und ob er da auch immer so rumgeht, weil es leider nur... War jetzt am Anfang ja nie bei ihm drauf. Auf jeden Fall wichtiger First Track. Kurz wieder offensiv, wurde von Uzi gesehen. Schöner Switch auf die Bombe. Aber Connector müssen sie aufpassen. Schock sieht da schon am A irgendwie vorgegangen, warum auch immer. Oh, jetzt kassiert sie hier viel zu viele Frags gerade. Alle drei in der Mitte versammelt. Tja, man hat auch kaum noch Equipment. Einzig Hoxy hier mit einer Flash oder so. So, geht er jetzt das Duell gegen Kerrigan ein. Gewinnt auch sehr schön. Er spielt hier die 33-Station raus. So, Scream will da hoch. Dreht sich immer wieder zum Mate um. Das machen sie ganz gut. Rechts, wenn er jetzt reinläuft. Oh, er gewinnt ernst eigentlich jedes Duell, aber Action. Boah, Aker muss es machen. Aker, schön. Und jetzt nur noch Glaive. Über kurz. Und Hoxie weiß, wo er ist. Hoxie mit AK. Oh, schön. Schön auf Steps. Schön direkt hochgezogen und den Shot gehittet. Auf geht's, Mann. Wolves müssten sogar broke sein. Nein, sind sie nicht. Was zur Hölle? Trotzdem, 11-4 hier. Go. Wieder Richtung B unterwegs. Das ist gut. Das ist gut, dass man variiert. Wieder mit B schnell. Ah, vorhin hat man auf den Sack gekriegt. Vielleicht sieht es diesmal besser aus. Scream müsste die... Sehr schön. Den ersten. Den zweiten. Er macht einfach alle. Er macht einfach alle. Boah, schönes Teamplay. Direkt die Flashes rein. Jo, die ja eh war jetzt ein bisschen unnötig. Aber egal. Man hat die Überzahl. Hoxie hat auch B-Haus hinten safe. Hoxy darf der jetzt nur nicht dumm gegen die Kurzspieler laufen. Er steht direkt vor der Smoke. Schön gemacht von Nico eigentlich. So, die beiden Waffen kriegen sie durch. Beide im A-Haus. Die Runde geht auf jeden Fall an Jars, die hier schon mal zweistellig sind. 6 Runden bauen sie noch overall. Dann sehen wir Maus auf den Finals in Kiew, soweit ich weiß. Vor allem, da geht es um $15.000 oder so. Das unter 4 Teams aufgeteilt ist schon ganz nett. Bin mir gerade nicht sicher, ob 15 sind. Oder 20 sogar. Ich glaube 15, muss ich dann nochmal nachgucken. Auf jeden Fall um einiges an Asche. Und kein Nip dabei. Von daher alles drin für Maus. Da vielleicht das Turnier für sich zu entscheiden. Wer weiß. Ich meine, es gibt schließlich gerade nur Nip und dann den Rest. Der Rest kann sich untereinander auf jeden Fall schlagen. Also, der WP ist heute bei Wolves nicht so gut. So, wieder der Move über kurz, über Connector. Und der scheint wirklich zu klappen. Aber es ist wirklich, er klappt einfach wieder. Gut, da konnte selbst Scream nichts machen. Schocks ja den A-Spieler, der da durchgepusht ist, hat den wahrscheinlich schon vorher mal gehört. Und das sieht gut aus für die 11. Runde. Boah, jetzt bitte einfach nicht verdatteln. Safe, runterspielen. Das mal selbst, wenn es bei Jars um nichts mehr geht, so rum. Entscheidet wahrscheinlich trotzdem noch die Platzierung über Seeding, gegen wen man dann in der ersten Runde ran muss. Von daher ist es hier natürlich auch nicht so unwichtig, wenn Jars jetzt hier gewinnen sollte. Aber nice, man, 11-4. Ohne Pistol ist schon eine Ansage. So, wenn Virtus... Ja, Virtus bleibt, glaube ich, Raute 1. ESC 2. Und... Ja, Moment. Irgendwie scheinen die Platzierungen doch schon so fest zu stehen, wenn Jars gewinnt. Dann sind sie... Sie sind jetzt so und so. Dritte Maus kann nicht mehr vorbeiziehen. Also mit 3 Punkten hätten sie 24. Sie hat 25. Von daher egal. So, Pistol.
Sehr schön viel Schaden gemacht schon mal. Wo ist Scream? Scream am B. Shoxy räumt auf. Shoxy! Shoxy! Alter. Was sie drücken. Was sie drücken, die Franzosen. Ist ja auch so geil, die mal im Laden zu sehen. Also jetzt vor allen Dingen mit Scream. Mit seinem ersten Event da, mit Bikey. Dann mal mit seinem richtigen Team. Ich glaube, die können enorm viel Schaden machen. Auch an richtig guten Teams. Jo, stimmt. Erste gegen Vierte. Also Maus muss gegen VP ran. Das ist natürlich ein ganz, ganz schweres Los. Vor allem, wenn VP da die Fans im Rücken hat. Die ukrainischen Fans und so. Das wird hart, aber machbar. VP ist kein Nip. Trotzdem ist es ein ganz starkes Team. Oh, ist da tatsächlich die Bombe B? Und Scream, passt auf! Komm schon, Scream, nachstehen die dir. Komm schon. Komm schon. Nein, rechts. Ach, schön. Noch Glaive, CTBS. Hawksy müsst ihn haben, er kann da nicht durchlaufen. Schöne Pose gewählt von Hawksy. Dass er da nicht so offensiv reinzieht, sondern eher so in den Winkel. Schön, Scream macht auch den noch. Schön, 13-4. Drei Runden noch. Und dann ist es amtlich. Sehr schönes Doppel. Huhuhuhu. Alles Headshot fast. Boah, Todeskampf. Sie hat fast so aus, als ob er das Messer zückt. Aber egal. 14-4. So, Waffen bei Wolves. Aber bei Nico. Wie aggressiv Jazz ist. Gasen hat direkt Action rein. Ah, vielleicht ein bisschen zu viel Gas. Wer ist da noch am A? Shoxy. Oh, er macht auch keinen. Und die T's sind noch nicht mal so angeschlagen, dass es irgendwie noch einen Sinn hätte, da irgendwie raufzugehen. Auch Scream kommt damit ganz wenig HP raus, wird von hinten geholt. Schade. Ich meine, ich finde es aber gut, dass man direkt mit sowas Aggressivem da spielt. Und versucht direkt die Runde zu entscheiden. Übrigens laber ich Mist. Es reicht eine einzige Runde. Eine einzige Runde braucht Jazz noch. Und dann ist Maus sicher durch. Dann kann Copenhagen Wolves nicht mehr ran. Also auf geht's, Mann. Eine verfickte Runde noch. Und die sollen sie ja wohl holen. Ich bitte dich. Ich muss einfach Scream mal ausrasten. Und dann ist die Runde gewonnen. Oi. Das ist auch krass. Am Ende... der Runde ist dann nochmal so ein Zeitfenster, wo du nichts mehr machen kannst. So wie man es eben gesehen hat. So, die können, haben hier auf jeden Fall alle Zeit der Welt, um hier 12 Ecos zu machen. Gefühlt. Ich meine, vielleicht holen sie einfach mal wieder die Eco. Ist ja auch egal. In der gesparten Waffe. Eka stirbt schon mal A. Und sie mit dem ersten. Hat schon von links geholt. Boah, Shoxy. Uzi. Schade. Hoxy aber da. Boah, alle am A schon fast. Sie kommen nicht aufs Spot. Boah, SMF. Scream muss sie da. SMF kommt gleich Connector hoch. Wenn Scream da jetzt reinspringt. Oh, nein! Shoxy kann da auf Timing gleich rum, wenn die Bombe gelegt wird. Jetzt, lauf doch! Oh!
Headshot! SMF! SMF! Muss sterben. Er sieht ihn! Nice! Schön, Mann! Jazz macht hier tatsächlich das Unmögliche möglich. Sie lassen sie nicht im. Sie stecken sich den Kopf in den Sand und sagen, es ist uns alles egal, wir sind eh schon durch auf dem Finals. Und gewinnen hier tatsächlich noch das Spiel. Also gewinnen es noch nicht, haben das Draw, aber. Haben das Draw für Maus geholt. Sehr schön, Mann. Maus ist somit auf dem Finals. Wer hätte denn das gedacht? Nach dem holprigen Start in diese Liga. Boah, ich hab's ja immer gesagt, sie. Auch wenn da viele immer rumgeweint haben, ja, Wechsel und bla, und da kommt auch bald was und so. Ich habe es immer gesagt, sie sind ein gutes Team, sie müssen einfach nur trainieren. Und das scheinen sie jetzt mittlerweile wieder zu tun. Wenn da kein Geheimnis, dass sie das ein bisschen lockerer genommen haben. Ich meine, es ist ja auch verständlich. Meine Maus sind alles keine Profispieler, die jeden Tag trainieren, sondern trainieren meistens für irgendwelche Events. Und wenn die nicht anstehen, dann hat man halt so ein normales Trainingspensum, was jetzt nicht unbedingt hoch ist. Was dann halt auch noch für viele reicht, aber halt nicht um, ja, vielleicht die Community zu überzeugen, die natürlich immer Höchstleistung will. Und die scheint man jetzt aber so langsam zu erreichen vor den nächsten Events, vor den EPS-Finals, vor der NorthCon. Und da gewinnt es tatsächlich und somit ist es noch amtlicher, als es sowieso bisher war. Jazz ist sowieso durch, der Sieg, der stärkt sie nur noch mal ein bisschen in ihrer aktuellen Verfassung. Vor allen Dingen Scream wieder mal ein wunderschönes Spiel gemacht.